Das Sprungtor wird uns das nächste System bringen in Folge 6 und dafür müssen wir aber andocken. Das machen wir. Wir haben immer noch Sean Ashcroft, den Schmuggler, den wir letzte Folge gefangen haben im Lagerraum, beziehungsweise Transportfrachtraum des Schiffes, gefesselt und verschnürt. Und jetzt bringen wir den zurück ins New York-System und übergeben ihn den Autorität. Apropos Stargate, vom Colorado-System zurück nach New York fliegen wir durch ein Wurmloch. Zumindest sieht so aus. Ja, ich bin derselbe wie vor 20 Minuten. Wir haben einen Prisoner für die LSF. Requesting permission to proceed. Over. Acknowledged, Gamma 6. You've received priority clearance. Over. Top. Thank you, Unity. Out. Wir dürfen also weiterfliegen. Let's go. This is Judy. Change of plans. You and Trent are to proceed directly to the battleship Missouri near Zone 21. I'll take charge of Ashcroft there. Judy out. Okay, Battleship Missouri. She's full of surprises. Usually the Navy draws the lines at Zone 21. They must really want to get their hands on Ashcroft. Okay, also Zone 21 scheint irgendwas Besonderes zu sein. Da sollen wir jetzt hinfliegen. Zum Schlachtschiff Missouri. Die wollen dann Ashcroft in Empfang nehmen. So habe ich das jetzt verstanden. Also wir bringen ihn nicht nach Manhattan einfach zur Polizei, sondern zu einem Kriegsschiff. Ja, aber wo? Welche? Fort Bush? Ah, natürlich. Das sind Ashcrofts Leute, die wollen ihn natürlich befreien. Aber nicht mit mir. Danke, Fort Bush. Fort Bush ist super. Schicken Leute los, um uns zu helfen. Da fühle ich mich ja geehrt. So. Nicht, dass wir die nicht auch alleine schaffen würden, aber es ist natürlich leichter mit ein bisschen Schützenhilfe. Au! Immer diese Schweine, die so Sonntagsfahrer sind das, die einen immer rammen. Wo ist denn... Früher waren Dogfights mal eine höfliche Angelegenheit, ja? Da hat man sich umkreist und sich nicht gegenseitig aufgefahren. Die Kratzer kriegst du doch nie wieder raus. Das Schiff ist niegelnagelneu, ja, das habe ich erst vor einer halben Stunde gekauft. So, einer noch. Und ihr kriegt euren Ashcroft nicht zurück, auch wenn ihr ganz verliebt in ihn seid. Der gehört jetzt mir, ist meiner. Ich habe den Mann zu meiner Bitch gemacht. In meinem Lagerraum. So. Sieht's nämlich aus. Tschüss! Das war überhaupt nicht close. Das war ziemlich gut. Ja, wenn die Frau wartet, das wollen wir natürlich nicht. Wollen wir nicht warten lassen. Naja, er weiß halt, wo man diese ultra schweineseltenen und teuren Artefakte vernünftig herbekommt. Und wer die vor allen Dingen kauft von ihm. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Ich meine, er ist schließlich ein Händler. Also Schmuggler und Händler. Und da sind ja gerade die Käufer- und Verkäufer-Kontakte sind ja immer ultra geheim und ultra wichtig. Jetzt hat man die Frage, wer im Universum so ein Interesse an Alien-Artefakten hat, außer irgendeinen Kunstsammler. Die sind ja normalerweise ein bisschen verrückt, aber nicht gefährlich. Tja. Wir werden das herausfinden. Dafür müssen wir aber wahrscheinlich Ashcroft erstmal ein bisschen verhören. So Waterboarding und das Übliche halt. Ne? Ich hoffe nicht. This is Patrol Gamma 6 on special LSF assignment. We're bringing a prisoner to LSF Commander Junko Zane. Over. Acknowledged. Commander Zane is awaiting you. Over. Gut. Andocken. Gamma 6 out. Time to collect your credits, Trent. Hold on. Yeah. I understand. Yes. I'm leaving right now. Over. Ja gut, dann docken wir halt alleine. Ja, ja, King, ist ja gut. Mach mal dein Ding. Ich komme hier auch alleine klar. He's unconscious in my cargo hold. Trent, Ashcroft is a dangerous man, and I don't like to take unnecessary risks. Das sind doch nur zwei Typen jetzt. Wenn er eh bewusstlos ist, ist es doch gut, dass sie zwei haben, damit sie ihn tragen können. The access codes. They're both being uploaded to your neuronet now. You'll also find an extra bonus. Thanks. You did a good job. You deserve it.
What's gonna happen to Ashcroft? He'll be interrogated, of course. He's our best insight into the smuggling ring. I'm sure we can make him talk. Meanwhile, with your new security status, I suspect you'll be able to occupy your time while I'm gone. Where are you going? On assignment. I take orders too, Trent. But don't go too far. I might need you again. Soon. Ich könnte dich nochmal brauchen. Ja, Trent verliebt sich gerade massiv in die Frau. Das ist nachvollziehbar und völlig in Ordnung. Mission Result Success. Ordentlich Geld gescheffelt. Ein paar tausend. Können wir erstmal das Schiff reparieren. Das ist immer das Erste, was man machen sollte, damit man gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, dass da irgendwas kaputt geht. Wir gucken mal kurz, was die hier für Schiffe haben. An Bord der Missouri. Ist ja mal ein ganz anderes. Ein schwerer Jäger. Der sieht wirklich schwer aus. Alter Verwalter. Wir können uns den sogar leisten. Und ich liebäugle auch ehrlich gesagt damit, weil das ist schon ein schönes Schiff. Dann überspringen wir den Patriot relativ schnell und gehen direkt weiter zum Defender. Irgendwas eingesammelt. Beischip. So. Ah, sind wir direkt eins aufgestiegen, muss man tatsächlich mal so sagen. Gleich das nächstgrößere, nächstgeilere Schiff mir geschnappt. 5600 Credits habe ich noch. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier kaufen können. Also wir haben momentan drei Drails, die machen 29 und 14 Schaden. Schießen schnell und dann haben wir den 149-74. Aber langsam schießenden. So, Lava Blade Mark 1. Bei Lava Blade bin ich bei Mark 3 mittlerweile. Also wenn es da... Es gibt noch den Lava Blade Turret. Der schießt dann von alleine. Den könnte man sich mal holen. Da wäre ich aber eigentlich mehr für einen Schnellfeuer-Turret. Also ein Geschützturm, der von alleine schneller feuert. Haben wir aber nicht, leider. Gut, dann kaufe ich mir vielleicht jetzt mal einen Javelin Launcher. So, genau, braucht Raketen. Gut, kaufen wir. Dann haben wir hier noch einen Missile Launcher. Und was haben wir an Kanonen da? Wir haben ansonsten nur Justice 2010. Die sind natürlich jetzt nicht so gut wie die Drails. Justice MK3 ist auch nicht so geil. Ja, also dann sind wir waffentechnisch da ganz gut ausgestattet. Dann gucken wir mal, was Munition angeht. Javelin Missiles habe ich ordentlich was gleich mitbekommen. Die Drohnenmine, ja, die verkaufe ich. Die muss jetzt hier nicht rumliegen. Jede Menge Thrusters. Die können weg. Das waren die von den Feinden, die ich eingesammelt habe. Zack, zack, zack. So, bessere Schilde kann ich mir noch nicht leisten. Die sind hier alle... Achso, ich habe kein Point. Aber die haben jetzt hier auch nichts Besseres, genau. So. Was ist das? Wieso ist der beschädigt oder was? Wieso kostet der weniger? Achso, weil der ist sogar ein kleines bisschen besser hier. Ist ein Militärding wahrscheinlich irgendwie. Eigentlich das gleiche Schild, aber ein kleines bisschen besser. So, ich kaufe mal Schildreparatur, kaufe ich mir mal 4 Stück. So, da habe ich ja ein bisschen was verbraucht jetzt. Schauen wir nochmal, ob ich was gefunden habe. Und mit gefunden meine ich erbeutet über die Mission jetzt. Ja, ja, hier, guck mal, ein bisschen Essen kann man verkaufen, ein bisschen Sauerstoff und ein bisschen Metall. Kann man hier irgendwas mitnehmen, was wir irgendwie vielleicht verkaufen können? Nö. Ich meine, was soll auch an Bord von einem Kriegsschiff irgendwie besonders guten Preis haben? Also, ja, macht nicht viel Sinn. Dann besorgen wir uns direkt mal die nächste Mission. In der Battleship Bar. Im 10 vorne, wenn es jetzt die Enterprise wäre. Ah, was habt ihr hier? Der hat Mission. Die und der haben Gerüchte am Start. Hello, may I help you with something? Die sieht ein bisschen aus wie Juni. New here, stranger? Yeah. Ah, well, I work for the Liberty Navy. Spannend. Genau, hier ist eine abtrünnige Basis in den Badlands. Kadamine kommt
nach New York hier durch. The problem is that the Badlands is a big and very dangerous chunk of space. Schon viele Leute da draußen verloren. Vielleicht kann ja jemand helfen. Vielleicht können wir helfen. Wer weiß. Ich gehe mal zu diesem netten Mann, der hat bestimmt einen Auftrag. What's going on? You're a stranger here, right? Ja, die stellen sich dann immer kurz vor. Können wir mal kurz hier überspringen. Wir können die Aktionen der Liberty Rogues nicht mehr weiter tolerieren. Haben Nathan Hagen identifiziert als einen ihrer wichtigsten Chefs. Genau, und wir sollen ihn killen. Machen wir. So, dann holen wir uns jetzt noch Nathan Hagen, einen der bösesten Bösewichte in der Region. This is Navy Gamma, Zero to Freelancer, Alpha 1-1. I'm scanning your cargo for contraband. Tja, scan doch, ist mir doch egal. So, dann jumpen wir mal mit Fullspeed dahin. Ist ja nicht so weit weg, 13 Kilometer, das geht gerade noch. 13.000, wie auch immer. So, die Missile kann ich dann anwählen mit 5. Ja, wollen wir Kampf mal probieren. Ja, ich habe ja jetzt hier Raketen, also etwas, was ich bisher noch nicht hatte. Muss ich erst nochmal kurz klarkriegen, wie ich die jetzt nochmal abschieße. Ich glaube, mit Q oder E sind Raketen abschießen. Aber das sehe ich ja gleich. Werde ich dann jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, diesen Ziel suchen, weil sonst treffe ich wahrscheinlich nichts. Wie ich mich kenne. Okay. Nathan Hagen, da ist er. Ja. Und sie trifft. Schön. Habe ich nicht vor. Oh, der will schon wieder abhauen. Na gut, dann fliegen wir da mal mit Highspeed hinterher. Cruise Engine. Ihr könnt mir nicht entkommen. Nein, Nathan, du kannst mir nicht entkommen. Und... Nö, muss ich nicht. Ich kann ihn auch einfach nur killen. Ja, und jetzt kill ich noch all deine Freunde und dann hat sich's erledigt. Wuhu! So, sammeln wir noch ein bisschen Stuff ein hier. Krieg schon die Siegesmusik, weil ich einfach so gut bin. Ja, ist immer cool, auf Gegner zuzufliegen, so ein bisschen wie bei einem Ritterturnier. Und dann im letzten Moment wie mit der Lanze sie vom Pferd zu stoßen, indem man ihnen Raketen um die Ohren pfeffert. Dann kann man nämlich die Geschwindigkeit der Raketen erhöhen, indem man ja die eigene Trägheit sozusagen mit entgegenschleudert. Das finde ich super. Das macht mir immer Spaß. Und natürlich gehört natürlich auch eine gewisse Badassigkeit dazu, jemandem so geradezu ins Gesicht zu fliegen und dann im letzten Moment auszuweichen. Raketen abzuschießen. Was ist das denn hier? Norfolk Shipyard. Okay. Fliege ich mal hin. Das ist das Schöne bei dem Spiel, wenn man was entdeckt, dann kann man da auch einfach mal hin und sich das mal angucken. Können ja vielleicht mal andocken. Ich meine, es ist eine Werft. Vielleicht haben die ja coole Schiffe da. Ich weiß es nicht. So, wieso will er denn in die Richtung fliegen? Du sollst dahin fliegen. Du blöder Hammel, du. Ach, egal. Dann flieg jetzt einfach. Also manchmal will er halt auch wirklich nicht in die Richtung, wo er hin soll. Nun können wir ja von der Werft aus dann wieder zurück zu irgendeinem Planeten fliegen. Bisschen was müssen wir noch verdienen. Bisschen Kohle. So, und umso mehr Orten ich war, desto bessere Preisvergleiche kriege ich natürlich auch. So, dock doch mal in der Norfolk Shipyard an. Tschu tschu, tschu tschu, tschu tschu tschu. Pum pum. So, ja. Kann man nur hoffen, dass der Turret tatsächlich von alleine so ein bisschen feuert und
da so ein bisschen Schaden macht, den ich eingebaut habe. Irgendwie dauert es ganz schön, da anzudocken. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, hier vorne ist der Docking-Slot. Die Nummer 1, denn ich bin die Nummer 1. Behaupte ich. So, dann können wir nämlich da reparieren. Hey du! 351, das kostet. Dash kostet. Schiffe gibt es hier nicht zu kaufen. Das ist natürlich schade für eine Werft. Wo kriegt man Schiffe, wenn nicht da? Gibt es irgendwelche Waffen, die ich sonst... Justice Turret, die ist ein Schnellfeuer-Turret. Das finde ich nämlich deutlich besser, ehrlich gesagt. Dann würde ich jetzt nämlich den verkaufen und dafür den Justice Turret holen, der einfach noch zusätzlich Schaden macht. Sehr cool. Oh Mann, Zephyr, ist das besser als Justice? Tatsächlich. Ach, dann habe ich den jetzt umsonst gekauft. Na, irgendwas ist immer. So, Countermeasure, Drail, Class 3. Das ist der, den ich auch schon mehrmals habe, ne? Also, weg damit. So, ich 7500 Money. Javelin Missiles. Habe ich wieder 20? Okay, habe ich welche eingesammelt. Der Thruster kann noch weg. Schubdüsen. Das haben wir alles. So, dann gucken wir nochmal, ob ich was anderes gefunden habe. Ein bisschen giftigen Müll. Ja, hier, bitte, kauf ihn. Viel Spaß damit. Ja, ja, klar, ne? Super. Weil das finde ich ja super. Die Station verkauft toxischen Müll und das Kampfschiff Missouri, was direkt daneben rumfliegt, kauft es zum besseren Preis. Also man müsste einfach nur immer hin und her fliegen. Das dauert natürlich ewig. Ich kann ja nur für 300 hier kaufen und kriege ja dann nur sehr wenig bei raus. Ja, das lohnt sich nicht so. Na gut, schade. Ich dachte, ich kann das Spiel austricksen und richtig viel Geld scheffeln. Aber das geht wohl nicht. Gucken wir mal, wie viel brauchen wir. Noch 6000 Credits, dann geht's weiter. Hier links ist übrigens die Reputationsübersicht. Also wer mich wie respektiert. Liberty Security Force mag mich sehr doll. Die Liberty Navy findet mich auch super. Die ganzen Liberty-Firmen und so hier, Universal Shipping, für die habe ich schon gearbeitet. Deep Space Engineering, das sind die Besitzer von Pittsburgh, von der Kolonie, von der Minenkolonie. Also mit denen habe ich schon gearbeitet, die finden mich alle total knorke. Und wen ich nicht so gut finde, sind die Liberty Rogues und die Outcasts, also wahrscheinlich sind das die von The Order. Das Rheinland-Militär, das ist so total neutral. Die haben bisher noch keine Meinung zu mir. Das wird sich ändern, meine Freunde. Das wird sich ändern. Bis zur nächsten Folge.